Ja, mein Problem war also, dass ich von Geburt auf sehr wenig gehört habe und habe immer schon höhere tragen müssen. Und mit 3 Monaten habe ich halt dann die erste Operation gehabt und habe halt links und rechts keine Gehörgänge gehabt. Rechts habe ich nur 50% Höranteil gehabt und links eben um die 20%. Als große Schwester macht man sich immer so Sorgen. Die Dani ist echt schon über 20 Mal operiert worden und nichts hat geholfen. Ich bin immer zu meinen Großeltern gekommen, die haben zwar super auf mich geschaut, aber trotzdem hast du jetzt mal gefiebert. Hoffentlich geht es mit der Dani gut. Ich war beim Akustiker und der hat mir eben geschildert, dass mein Hörproblem also immer schlechter wird und hat mir dann verschiedene Operationsmethoden vorgeschlagen. Und dann bin ich eigentlich gleich nach Innsbruck gekommen zu einem Spezialisten und der hat mir das geschildert. Seit ich die Bone Bridge habe, also stehe ich einfach viel mehr mitten im Leben und es ist einfach viel toller auch in meiner Arbeit als Friseurin. Ich kann mit den Leuten einfach viel besser kommunizieren. Und wenn auch mal der Föhn läuft, also ich verstehe alles. Ich bin einfach viel mehr mit der Kundschaft direkt dabei. Also an dem Tag, wo ich dann erfahren habe, dass die Aktivierung stattfindet, muss ich sagen, war ich eigentlich nicht wirklich nervös, sondern einfach nur neugierig, wie das dann ist mit dem Hörimplantat, was ich dann besser höre und wie sich das einfach anhört. Wo dann die Aktivierung in dem Raum stattgefunden hat, da ist sie total leise gewesen und ich war wirklich froh darüber, dass das endlich soweit ist. Und wo dann der Herr Doktor dann das aktiviert hat, da, also ich habe dann auf einmal den Wind gehört, das war, es ist einfach so eine Last von mir runtergefallen, ich denke, ich bin echt wie ein neuer Mensch. Komm mal ans Fenster, komm her zu mir, siehst du Wenn ich in der das Früh Grünlein aufstehe, muss ich einfach den Audioprozessor ans Implantat draufgeben und das haltet. Und das ist total fein, weil über den Tag kann man eben je nach Umgebungslärm die Lautstärke in 3 Stufen umstellen. Und einfach, wenn ich am Abend dann, bevor ich ins Bett gehe, muss ich einfach den Audioprozessor wieder heruntergeben. Soll Nacht noch die Stimme. Mit Parolen wechseln, sie haben uns. Ja, seit ich das Hörimplantat habe, muss ich sagen, spielt die Musik für mich im Leben nur eine wichtigere Rolle, weil ich einfach die Musik viel intensiver und lauter höre. Ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das die Was mich Liebe voll taugt, der ist, wenn ich in der Früh ins Auto einsteige und die Musik auftragen kann und ich höre alles viel intensiver und fester und klarer, das taugt mir voll. Sänger. Ja.